Recht herzlich willkommen zur 95. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind dann jetzt auf dem Rückweg und ja, Licht zum Beispiel geht hier an, hatten wir noch nicht, ne? Der Dralo, der hat das mir auch wieder geschrieben, dass ich da ja mal was hätte machen können, ne? Ja, ist so, ne? Sieht man da jetzt in der Luke überhaupt Licht? Das ist die Frage. Nö, da sieht man gar kein Licht. Auch schön, ne? Ah, das ist wahrscheinlich noch nicht mal, das ist mit einem Scheinwerfer von außen oder was. Ja, ich sehe ja auch gar kein Fenster in dieser Luke, ne? Dralo, das war wohl nix. Nee, das ist ein geschlossener Behälter. Da ist nix mit Licht anmachen und sehen, wo der ist. Ja, da könnte man höchstens gerade hier noch Sonnengucken machen, ja. Und dann nochmal Licht anmachen. Und wie das aussieht, ist das Licht auch nicht da machbar, ne? Gut, dann nicht. Alles klar, haben wir das geklärt? Ach so, irgendwie war da noch was mit einer anderen Taste. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, welche das wieder war, ne? Kommen wir nochmal einmal raus, Junge. N war das, ne, oder? Ne, N ist das auch nicht. M war Map-Ansicht, ist klar. Wo ist denn der Kleine da? Also der war es nicht. Da geht's Licht nicht an, Helmkamera. V? Nee. Weiß nicht, wofür V jetzt gerade gut war, ne? L wie Light. Guck mal, geht. Einfach. Ganz einfach, ne? Gut, steigen wir wieder ein. Kleiner Mann, nicht so eine Blödsinn machen. Nicht aussteigen. Bitte ein B. Ich kaufe ein B. Wenn ich jetzt F drücke, ne, dann fliegt er durch die Gegend, oder wie war das? Was war dann gerade eben V? So, wunderbar. Puh, Schock fürs Leben nochmal gekriegt. So, wir wollen jetzt aber definitiv in die Map. Das ist eine gute Idee nämlich gewesen. Und wir müssen nach Hause. Ja, wenn man das nach Hause nennen kann, ne? So, wo sind wir denn jetzt gerade? Da unten. Und da wollen wir hin. Das bedeutet, ja, wir sollten hier ein Add-Manöver machen. Obwohl eigentlich ausrichten, Prograde und los geht's, oder? So. Und dann mal beschleunigen, ne? Hier aufmachen. Das war nicht Prograde. Retrograde? Nö. Passt schon. Hallo, was macht der? Jetzt sind die Tanks leer. Jetzt müssen wir eine nächste Stufe einleiten hier. So, jetzt haben wir den letzten Tank. Das wird jetzt hier größer. Wo sind wir denn bitte schön? Ach, da sind wir. Okay. Naja, egal. Wir haben genug Reserve, Dralo gesagt. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Sehen wir gleich, ne? Okay. Sieht toll aus. Zup. Jetzt fliegen wir noch da, ne? Scheint auch noch keiner so den Mund verlassen, ne?
Kirby and 972. Ja, lass mal einfach weiterfliegen, oder? Einmal. Einfach mal. Mal ab zum nächsten Manöver. Haben wir nächstes Manöver? Das ist die Frage, ne? Time Warp completed. Warp to next Manöver. Geht nicht, ne? Ist klar. Zack. Sind wir, nee, sind wir noch nicht ganz da. So. Zack, schneller. So, jetzt springt er um und wir sind hier und können da dann mal kleiner machen, oder? Ach, da ist next Manöver, alles klar. Entfernen. So, und hier müssen wir jetzt das machen, ne? Und dann Schub geben. Macht er das jetzt, oder? Ach so, alles klar. Geht nicht, wegen voller Geschwindigkeit, ne? So. Dann da kleiner werden. 3, 2, 1 Million. Vierhunderttausend. Nee, muss noch ein bisschen mehr. 112. Machen wir mal noch ein bisschen kleiner. Können ja hier so machen, ne? Haben wir ja jetzt gelernt, so. Und dann Warp bis da oben. Warp hier. Ja, eigentlich können wir ja auch hier kleiner machen, ne? Oder? Abgesprengt hatten wir, ne, oder? Ja, sonst werden wir auch nicht weiter fliegen können, ist auch klar. Wir haben noch 330, also ich glaube nicht, dass wir das schaffen, den da noch wieder reinzuholen dann, oder? Ich kann das immer testweise hier gucken. Nee, oder? Nee, das ist, glaube ich, nicht so möglich. Nee, nachher kommen wir nicht runter, ne? Das ist schlecht. 152. Bisschen Reserve noch, 100. 30 hat der Dralo gesagt, soll man sowieso drinnen lassen. Dann würde ich sagen, Warp hier. Und dann müssen wir da. Ach so, jetzt sind wir gerade auf einer kleinen Umlaufbahn gelandet wohl. Dann geht das nicht. Geht das? Warpen? Ja, er macht es ein bisschen schneller. Weil wir sind ja jetzt hier, ne? Ziemlich nah am Kirby dran, ne? Deswegen. Es wird ja sogar noch kleiner, ne? Oder wie sehe ich das? Na komm schon. So, jetzt sehe ich den. Ach, der ist schon auf 60 runtergegangen. Wir waren schon in der Atmosphäre. Guck an. Also kann ja nichts passieren eigentlich mehr, ne? Landen tun wir auf jeden Fall. Gut, aber ja, wir könnten jetzt nochmal dann, na komm, lass uns dann nochmal hier den Rest rauspusten.
Bis auf 30, hat der Drallo gesagt. Dann soll ich mal behalten, ne? Jetzt sind wir hier nochmal, aber das ist jetzt halt so. Ja, zack, einfach Vollgas, ne? Und dann landen wir gleich schon. So, jetzt müssen wir gucken. Das wird jetzt kleiner werden noch, weil wir ja jetzt schon in der Atmosphäre sind. Ist dann die Frage, ob das so gut ist, ne? Hier haben wir wieder so schwierige Sachen mit Orbit und so. Surface ist vielleicht besser. Ja, also wir werden ja jetzt hier nochmal langsamer werden, aber es wird nicht so sein, dass das so schnell runtergeht. Da werden wir jetzt ein paar Runden drehen müssen. Egal, passiert halt. 57.000. Sind wir wieder in der Atmosphäre halt gewesen, ne? Ich glaube, wir gehen mal gerade gucken. Na, 66, gleich sind wir wieder raus. Alles gut, oder? So, jetzt sind wir wieder im All. Jetzt können wir wieder Vollspeed eingeben. Ah, naja, da gibt es eine 100.000er Grenze als nächstes, ne? Gut. Da dürfte jetzt nichts mehr passieren. Nein, tut's auch nicht. Wo sind wir denn? 130, da müsste es doch schon schneller gehen. Müssen wir erst wieder dahin, damit wir... sieht wohl so aus. So, eine Runde wieder drehen. Und da sind wir wieder auf dieser Seite. Und da mal kurz gucken. Da auch nochmal, 57. Also jetzt ist er wieder auf 0 gesprungen. Dann hangeln wir uns da durch. 1800 sind das hier. Ja. Wird ein paar Runden dauern, bis das hier auf annehmbarer Höhe ist, ne? Hier gewinnen wir sogar. Achso, ne, wir steigen jetzt hier, glaub, an, ne, oder? Na, wird schon werden. Ist halt so, ne? Wenn die Musik einsetzt, müssen wir glauben, ne, wir sind schon, glaube ich, wieder raus. Da kommt die Musik auch schon wieder. So, nächste Runde ist dann 57 und hier 580. Das heißt, wir fliegen da wieder durch und schaffen das nicht. Definitiv sieht das nachher nach einer harten Landung aus. Oder vielleicht hier unten im Wasser. Ne, ich glaube, wir kommen vorher runter, wenn. Ja, so ist das da ein bisschen doof, ne? Machen wir mal schneller wieder. Ja, wir fallen jetzt hier aber auch runter. Jetzt geht es doch zügiger runter, kann das sein? Ah, jetzt hier nicht mehr. Hier noch. Ah, nächstes Mal kommen wir unter 1 Million. Naja. So, jetzt steht da. Das bedeutet, wir müssten mal hier gucken. Dass wir das Kennout. Gut, dann sind wir rum. Und jetzt ist er wieder in der Umlaufbahn. Geht eleganter bestimmt, ne? Irgendwo haben wir da wieder einen Fehler gemacht, aber ist halt so. So. 1, 2. Ah, da geht noch nicht mal unter 1 Million, oder doch? Hätte ich jetzt mitgerechnet, dass wir runterschaffen, aber ist wohl nicht so.
Naja, okay. So, letzten Meter sind gelaufen. Noch eine Runde. Zip. Und da tauchen wir wieder ein. Und erneut. Diesmal müssen wir aber drunter kommen. Ja. Ist das noch das Ziel da hinten irgendwo gewesen oder was? Na egal jetzt. Da geht's jetzt unter eine Million. Und wir drehen auf jeden Fall aber noch ein paar Runden. Ja, ein paar nicht, aber zwei bestimmt, oder? Diesmal geht's auch ein bisschen schneller runter, glaube ich. Oder täuscht das nur? Na, jetzt ist er weg. Time Warp 50, 100 und ja, geht gerade nicht. So, jetzt geht mehr. Kommen wir wieder dahin. Und da geht's. Ja. Langwierig, ne? Hier sind wir bei 55 jetzt. 55,8, ne? Schon relativ niedrig, wenn man überlegt, ne? Können wir ja mal gerade reinschauen, ne? Dann sieht man das hier, ja, das ist fast schon bald bei der Atmosphäre gewesen, ne? Okay. Auch wenn man da rausgeht, dann ist das auch wieder raus. Super. So, 760. Gehen wir drunter. 150 wohl nicht mehr. So. Jetzt einmal wieder aus und wieder an. Dürfen wir wahrscheinlich nicht mehr so schnell jetzt. Ja. Das war's. 55,9, also 56 im Endeffekt war das jetzt. Und gehen wir runter. Und ich glaube, er wird gleich sehr stark bremsen, weil wir nämlich hier in die Atmosphäre vielleicht noch kommen, oder? Unter 50 ist das oder wo ist das? Ne, wird doch nicht sein. Wir gehen wieder hoch schon. Ja, ne, da kommen wir doch nicht dann hin. Aber hier ist ja schon weniger. Gut. So. Aus. Na. Einer geht noch, komm. So, und das war's dann auch, glaube ich, oder? Vielleicht noch ein zweites Mal. Ja, könnte werden. Ne, einmal muss noch. 580 glaube ich nicht, dass wir da runterkommen bis zur Landung. Gerade mal, meine Güte. Das bedeutet vielleicht noch nicht mal in der nächsten Runde. Aber diese Weiten, der Weg hier drinnen wird ja auch immer länger, ne? Also ist die Zeit, wo hier was weniger wird, auch länger. 400. 430. 420 geht auch noch. Aber das 410 schafft man nicht drunter, glaube ich. Ne.
Einer geht noch, komm. Da war er. Wieder langsamer. Highlands, Water. Die Biome da. Quälen wir uns nochmal wieder durch die Atmosphäre. Der ist bei 350, also nächste Runde ist es soweit, würde ich sagen. Ja, werden wir wohl zur Landung ansetzen können. Der steht hier schon. Der da oben aber noch nicht. Ne, steht doch noch nicht. Sah nur so aus, weil wir da gerade hinter waren, ne? Ah, zieht sich, ne? So, sind wir beim All. Letzte Runde, würde ich sagen. Geht nicht mehr schneller. Das war's. Jetzt wird es, denke ich mal, zur Landung die Runde sein. Ja. Weiter. Zweihundertdreißig, 229, 220, 210, jetzt geht's rapide, 200, 180, 170, 160, ja. Wir kommen gar nicht mehr näher hier dran, und der geht jetzt weiter weg. Das ist also gleich das Ziel. Aber bis ins Wasser glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Ne, das wird eine harte Landung. Definitiv. Oh, wir müssen mal ausrichten, ne? Oh, wir müssen mal absprengen, ne? Und richtig ausrichten müssen wir, glaube ich, auch, oder? So, jetzt sind wir richtig ausgerichtet. Spannung pur, ne? Hat man da nicht so Schild drunter? Ich will's hoffen, ne? Machen wir langsamer hier. Sonst geht das nachher kaputt. Irgendwie war da sowas, ne? Zeitbeschleunigung ist immer ein Risiko. So. Soweit, so gut. 45.000. Ja, da war gerade die Anzeige mit der Hitze, ne? Sieht alles gut aus, aber der ist noch relativ weit. Vielleicht haben wir Glück, dass wir, aber der bremst meistens noch sehr stark dann ab und dann fällst du doch noch irgendwo hin, wo du gar nicht meinst, dass du hinfällst. Hier sieht man wahrscheinlich auch, wie das kürzer wird. Da ist es. Und ich glaube, wir kommen, wenn wir Glück haben, hier rein, aber ich gehe mal davon aus, wir kommen vorher schon runter. Oder wir landen in so einem See hier, das ist ja auch interessant, ne? Das wäre ja auch interessant. So. Wird kürzer. Alles gut. Ja. Sind noch ein paar Meter bis dahin.
Flugbahn wäre so. Da kommen wir mit dem Wasser auch an gar keiner Ecke dran, wenn. Wie gesagt, wenn dann da. So heiß wird es wohl nicht. Das klappt alle mit dem Hitzeschild wohl. Aber wir sind noch relativ hoch auch dazu, ne? Da ist das große Wasser. Können wir schon hier sehen. Okay. Aber der Luftwiderstand wird ja jetzt auch größer, ne? Und dann wird das hier irgendwo enden, schätze ich mal. Und da ist unsere Basis oder was? Nein, ne? Das ist nicht hier, oder? Ne, das ist nicht an der Küste. Das ist woanders, ne, oder? Das ist die hier. Könnte vielleicht auch sein. Dann wird der Rücktransport billiger, ne? Wenn die Basis hier an der Küste ist. Aber ich glaube nicht. Ja, es ist, wird eine knappe Geschichte mit dem Wasser. Aber könnte klappen. Weil da ist ja doch noch ein Stück unterwegs. Ja, es sieht sogar relativ gut aus, dass das klappt mit der Wasserung. Ja, jetzt sind wir schon doch langsamer werdend. Ja. Das sieht nach einer Wasserung aus. Alles gut. Ziemlich flach kommen wir da rein. Das sieht gut aus, oder? Ja. Müssen wir gucken, dass wir langsamer werden. Werden wir auch. Irgendwann müssen wir den Schirm rausholen, ne? Ich glaube, jetzt fallen wir ein bisschen mehr wie ein Stein. Jo. Alles gut. Den Schirm können wir schon rausschmeißen, der ist nicht mehr rot. 10.000 Meter ist aber... Alles gut. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem... Sag schon, Abreißen des Schirms könnte auch passieren, ne? Aber wenn der weiß ist, eigentlich nicht mehr, ne? Sieht cool aus im Hintergrund, die Berge da. Nicht schlecht. War da denn jetzt hier eine Basis? Ne, ich glaube, das ist ganz woanders hier. So, wir kommen gleich runter. Ja. Wir hatten auch hier noch so Wus und so, die haben wir gar nicht benutzt, ne, oder? Sonst steht aber auch, ne? Und haben wir Thermometer gemacht und so? Ich glaube auch nicht, ne? Da müssen wir den Schirm gerade rausmachen, ne? Sonst gucken wir mal gerade, was da geht. Nee. Ah, da geht was, guck. Haben wir das hier? Ich weiß es nicht. Ah, lass erstmal runterkommen. Keep Experiment, oder? So. Letzten 400 Meter machen wir einen schneller hier. Der Schirm ist schon aufgegangen. Ich weiß gar nicht, ob man das gleich noch im Wasser machen kann. Water. Water, water, water. So, halbe Stunde ist auch rum, das Video. Verdammt lang heute, aber ist halt so, ne? Da sieht man auch schick die Wellenbewegung. Da ist das Festland. Alles gut.
So, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Jetzt 9, 8, 7, 6, Touchdown. Ja, gut, haben wir das geschafft. Vielleicht können wir ja noch hier den zweiten mal gerade. Ja, oder gibt es was tatsächlich? Cool. Und da? Toggle Display, da geht jetzt wohl nichts mehr, denke ich mal, ne? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, irgendeiner war eben gegangen, ne? Egal. Gut. Dann würde ich sagen, können wir recovern. So, haben wir ihn zurückgebracht, glücklich, ne? Okay. Das sind die Daten hier. High over Moon haben wir was gekriegt. Cell Crusher Scan while flying at Kerbin haben wir noch gekriegt. Mystery Goo Observation from Kerbin's Water gab es was. Und Recover Vessel Return Resumed from a Suborbital Flight on the Moon. Alles gut. Parts gibt's auch noch ein bisschen zurück. Und die Crew, das ist das Entscheidende. Er ist dazugekommen. Und der hat auch einen Punkt, einen Stern. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und nächstes Mal geht's dann auf den Mond direkt drauf, den zu retten. Okay, bis dann. Tschüss.